Heute spielen wir den Sei ein Vater und hol dir Milch Simulator. Ich möchte Milch haben. Gugu Gaga, Gugu Gaga. Milch? Ich werde mich drum kümmern. Ich muss für meine Familie jetzt Milch holen. Aber was sie nicht wissen, ist, dass ich nie wieder zurückkomme. Naja, dann würde ich sagen, komm, let's go. Ah, da haben wir doch schon den Lebensmittelladen. Und in diesem Simulator müssen wir unserer Familie Milch holen und dabei jedes einzelne Ende freischalten. Und was es alles für verrückte und lustige Enden geben wird, das werden wir zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und drückst daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen mal heute den Be a Dad and Get Milk Simulator. Und in diesem Simulator-Spiel sind wir ein Papa. Oh ja, hallöchen, ich bin das Papa Centix. Und unsere Familie hat uns dafür beauftragt, Milch zu holen. Oh ja, es ist 3 Uhr nachts draußen und ich würde sagen, ja, wir werden dann wohl hier im Lebensmittelladen. Schönen guten Tag, hier ein bisschen Milch holen. Jo, kleines Kind, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Kleines Kind, ich bin ein erwachsener Mann. Ich bin hier der Papa in der Familie. Sie sehen aus wie 10. Ja, ich weiß, ich wünschte, ich hätte einen Bart. Aber naja, ich würde sagen, ah, da haben wir sie, Freunde. Die Milch. Let's go. Okay, ich glaube, ich habe kein Geld am Start. Sorry, ich bezahle das später. Tschüss. Schnell hier weg, Freunde. Da haben wir sie. Die Milch für unsere Familie. Wir gehen so Gassi mit der Milch, wie mit einem Hund. Ja, brave Milchpackung. Ab geht es. Und okay, da sind wir wieder back am Start bei unserer Familie. Hey, da sind wir. Let's go. Wie sie so aus dem Boden kommt. Tada. Milch. Ich sag nicht mal Hallo oder so, ich sag einfach Milch. Und ich glaube, haben wir es geschafft? Ja, das war das gute Ende. Du hast die Milch. Das bedeutet, das allererste Ende haben wir auf jeden Fall jetzt erfolgreich freigeschaltet. Aber ich glaube, es gibt doch das ein oder andere Ende noch mehr zu entdecken im Game. Ja, ihr seht es, alter Schwede. Und die müssen wir heute alle freischalten. Wir brauchen Milch, 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 Milch. Ab geht es. Ein weiterer Tag ist angebrochen. Okay, was gibt es hier alles zu entdecken? Wir haben hier, so Blocks, die Jade. Okay, 10 Stücke brauchen wir dafür. Interessant. Da gibt es hier noch den Lebensmittelladen. Oh, da haben wir doch schon was gefunden. Let's go, Freunde. Ja, braves Bloxy-Kate. Ab geht es mit dir in den Auto. Let's go. In den Automaten rein mit dir. Was gibt es hier sonst ansonsten zu entdecken? Es gibt hier... Hallöchen. Klopf, klopf. Ist ja wert. Verzieh dich! Alles klar, alles klar. Wir haben hier einen alten Opa am Start. Interessant, warte mal. Können wir eigentlich dem alten Opa Milch bringen oder sowas? Das wäre doch sehr, sehr lustig. Ansonsten, wir haben hier sogar... ein Telefon. Können wir hier anrufen? Nee. Wir haben hier Cornflakes, wir haben hier Boden am Start. Meinen Snackautomaten. Da würde ich sagen, hallöchen, ich bin's wieder mit der Milch. Tschüss. Und da gehen wir mit der Milch raus. Und dann würde ich sagen, ab jedes Mal zu Opa. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Hallöchen. Oh, es passiert was. Ding dong. Da ist der Opa, Freund. Und alter Mann und gluck, 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 gluck. Und warte mal, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Dance, dance, dance. Oh yeah, Freunde, let's go, Junge. Ja, sie sind aber echt noch jung und sportlich, muss ich sagen. Einfach so ein alter Opa und ja. Jetzt, dance, dance, dance. Jetzt, jetzt tanzen wir auch mit. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott, yeah. Was war das denn für ein lustiges Ende? Das Tanzende. Großvater kann mit Milch tanzen. Junge, Junge, Junge. Was ein Tanzbattle. Wir hatten. Oh, was haben wir denn? Oh, wir haben hier sogar ein bisschen Geld am Start. Was ist das hier? Oh, eine Art diese Bloxy-Age-Cola oder sowas. Warte mal. Können wir die auch zu unserer Familie? Oh, zurückbringen. Okay, was passiert, wenn wir jetzt keine Milch zurückbringen, sondern so eine Bloxy-Age-Cola? Und hey, da. Dong. Einfach auf den Kopf und Milch. Und das ist keine Milch. Wieso hast du das getan? Sorry. Was ist das denn bitte für eine Diskussion, ey? Bräh. Bloxy-Age Ende freigeschaltet. Was geht eigentlich in unserer Nachbarschaft ab oder irgendwie sowas? Und oh, nicht betreten. Hallo, möchten Sie etwas Milch? Ich habe hier ein bisschen Milch für Sie, aber wahrscheinlich wohnt hier irgendwer drin. Nee, kein alter Opa anscheinend. Okay, zu dem alten Opa, da gehe ich nicht nochmal hin. Junge, der ist ja verrückt, Alter. Auf einmal fängt er an zu tanzen. Hallöchen, schönen guten Tag, da bin ich wieder. Was nehmen wir heute? Milch. Let's go, aber warte mal. Schönen guten Tag, na, was geht ab? Und, warte mal, was ist denn hier unten? Und, was? Wir wurden jetzt eingestellt und, hallöchen, ich bin jetzt hier euer Mitarbeiter. Och nee, ey, nicht du, ey, wieso? Ich kündige. Ha,
ja, ich mag sie auch, ey. Und ich glaube, jetzt, was, jetzt können wir ultra viel Milch holen. Schau sich das Ganze an, weil wir Mitarbeiter sind. Tschüss, haben uns ein bisschen kostenlose Milch ergattern können. Let's go. Dip, 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 dip. Hallöchen, kostenlose Milch zu verschenken. Wir haben ein bisschen Milch. Was passiert jetzt, wenn wir hier mit 1000 Milchflaschen nach Hause kommen? Ich meine, unsere Familie, meine Frau und mein kleines Kind. Hier, Milch. Friss das, trink das. Und, jo, das ist ein bisschen zu viel Milch. Obama. Was ist denn mit dir los? Und, ach, wenigstens bist du zurückgekommen. Ja, wenigstens bin ich vom Milchholen zurückgekommen. Und das war das zu viel Milch-Ende. Was soll man mit so viel Milch machen, ey? Für ein Like verschenke ich eine Milchtüte. Oh ja, also alle fleißig liken und hey, na, da bin ich. Nein. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich wollte mir mal was, heute was anderes anschauen. Vielleicht haben wir hier solche Bücher. Wir haben hier Flopper am Start. Oh, wir haben ja sogar irgendwelche anderen Drinks. Und, so. Und wir haben sogar, oh, eine Bohne am Start. Oder so. Lecker, lecker. Boden. Passiert irgendwas, wenn wir vielleicht eine Bohne nach Hause bringen oder sowas? Ich meine, ich glaube, gestern hatten wir genug Milch gehabt. Ich glaube, wir haben genug Milch und jetzt, wie wär's mal mit Bohnen oder irgendwie sowas? Ich glaube, da freut sich hier mein kleiner Sohnemann. Ach, der sieht aus wie der Papa, Freunde. Die Schönheit hat der von deinem Papa. Ich habe keine Milch geholt, aber ich habe etwas Besseres geholt. Tada! Das sind Bohnen. Jupp. Was das immer für Gespräche. Okay, Bohnen. Hä? Alter, Alter, Sohnemann. Jo, alles klar. Dave? Warte mal, du heißt Dave? Warte mal, ich habe einen Sohn. Alles klar. Das war das Bohnenende. Ich frag einfach nicht. Es gibt hier sogar einen Stoffladen oder irgendwie sowas. Und hey, schönen guten Tag. Na, und, oh, warte mal, wir haben einen Schlüssel am Start. Hey, na, also jetzt habe ich ihren Schlüssel. Und wir können uns hier eine Cap kaufen für Geld oder sowas. Oder hier so Cola. Alles kostet Geld. Gibt es hier nicht irgendwas for free? Irgendwas kostenlos oder sowas in dem Laden? Irgendwas hinter der Kasse? Schönen guten Tag. Naja, jetzt habe ich einen Schlüssel am Start. Na super. Was auch immer wir mit diesem Schlüssel machen werden. Aber ich würde sagen, Freunde, komm. Wir gönnen uns jetzt mal ein bisschen Milch. Wir hatten lange keine Milch mehr gehabt, muss ich sagen. So, zack, let's go. Da haben wir perfekt die Milch am Start. Und was gibt es ansonsten? Hier hinten gibt es sogar auch noch was zu entdecken. Schaut euch das Ganze mal. Was haben wir denn hier? Wir haben so eine Bloxy-Cola am Start. Ein Radio. It's raining tacos from out of the sky. Und wir haben hier, eine Schere oder sowas. Und, oh mein Gott, damit haben wir das Seil abgeschnitten, woran die Milch befestigt war. Oh, wie krass ist das denn? Milch, lecker. Lass uns es mal probieren. Gluck, 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 gluck. Und, ach, was war das denn bitte jetzt hier? Und, was? Das schlechte Ende. Ich habe die Milch getrunken. Oh nein, wir hätten es unserer Familie geben sollen. Der arme Dave. Also ich glaube, so heißt ja unser Sohn, oder? Er wartet da die ganze Zeit auf seine Milch, aber sie kommt nicht. Deswegen würde ich sagen, wir haben sogar so eine Bloxy-Cola am Start oder sowas, Freunde. Ist zwar keine Milch, aber ja, vielleicht wird er damit auch zufrieden. Oder, ey. Sitz, braves Bloxy-Cola. So, komm einmal bitte mit mir nach Hause. Ich glaube, zu Hause wartet wer auf dich. Hey, meine Familie. Klopf, klopf. Da sind wir wieder back am Start. Ich hoffe, er wird sich auch über diese Bloxy-Cola freuen. Und, da kommt sie. Tada. Hey, Milch. was? Nein, das ist keine Milch. Yay. Ja, Freunde. Wrong. Unser Sohn hat sich gefreut. Immerhin er. Und das war das Soda-Ende. Ich mache alles für meinen Sohn. Und, hey, schönen guten Tag. Da bin ich wieder am Start. Dürfte ich einmal noch als Mitarbeiter arbeiten. Und jetzt, Freunde, werden wir richtig übertreiben. Wir holen es jetzt ultra viel Milch. Noch mehr, als wir jemals hatten. Da würde ich sagen, ab geht es. Wow. Wir baden schon in Milch. Brauchst du so viel Milch? Was? Ja, natürlich. Das brauche ich alles. Für meinen Milchkuchen. Ja. Ich feiere den fetten Geburtstag. Und dann würde ich sagen, tschüss, schönen Tag noch. Lalala. Ein ganz normaler Samstag-Einkauf. Mit so 1000 Milchtüten am Start. Junge, die Nachbarn denken auch, ich bin irgendein Psychopath oder sowas, ja? Vielleicht haben sie auch recht. Aber ich würde sagen, Hallöchen, ihr wolltet Milch haben, meine Familie? Ihr bekommt Milch. Ich glaube, mit so viel Milch haben sie aber jetzt nicht gerechnet oder sowas. Leute, ich bin zurück vom Milch holen. Ich habe ein paar Drinks mitgebracht. Und hier, bitteschön. Und tada, tada, tada. Und, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, so viel Milch.
Ich glaube, das war das viel zu viel, Ende. Jetzt sollen wir genug Milch für die nächsten Jahre haben. Aber jetzt haben wir zu viel Milch. Ey, wir bauen auch ein bisschen Soda, da würde ich sagen. So, ich bediene mich natürlich. Ja, ja, ja. So, ganz, ganz viel. Soda Moda wird sich hier gegönnt. Alles klar. Tschüss. Guten Tag. Vielen guten Tag. Was rede ich da? So, einmal hier folgen. Let's go. Und dann betreten wir natürlich auch die Tür. Und da sind wir bei unserer Familie angekommen wieder. Hallo, mein kleiner Sohn. Und hallo, Frau. Ich habe etwas mitgebracht. Friss das. Oh, oh mein Gott. Und unser Sohn steht da einfach lächelnd da. Jede Menge Soda, Ende-Ohr. Wir schalten so viele Enden frei. Als nächstes Ende würde ich sagen, müssen wir jetzt hier mal diesen Bloxicate-Automaten ausfüllen. 10 Stück soll es hier geben. Dann würde ich sagen, Nummer uno, check. Ja, haben wir auf jeden Fall am Start. So, wo könnte noch hier irgendwelche Bloxicate-Flaschen sein? Ich glaube, Hallöchen, haben wir irgendwelche Bloxicate-Flaschen? Willkommen. Kennen Sie mich nicht mittlerweile? Ich glaube nicht. Und oh, Walter, Alter, was geht jetzt ab? Jo, ich habe hier einfach den Trollface. Alles klar, wir klicken den Trollface an. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich gehe schon, alles gut, tschüss, schön. Alter, die ganze Welt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jo, ich glaube, jetzt habe ich auf jeden Fall ein kleines Problem. Naja, ich würde sagen, wir lassen uns nicht ablenken durch die ganzen Trollfaces hier. Perfekt, da sind sie verschwunden. Ah, wir haben hier sogar einen Skatepark. Und oh, tatsächlich, Freunde, hier haben wir die nächste Bloxicola-Mole am Start. So, einmal bitte mitkommen. Perfekt, kommen Sie einmal mit. Hallöchen, Herr Opa, haben Sie vielleicht irgendwo eine Bloxicola gesehen? Oder, oh, hier vielleicht im Laden. Ah, hier ist noch eine, Freunde. Zack. Ah, okay, wir haben schon bereits was in der Hand. Und hier für 7 Cash müssen wir uns noch 2 Stück kaufen. Dann würde ich sagen, ab geht es. Nummer 3 wird sofort auch hier weggebracht. Perfekt. Dann gehen wir nochmal in den Laden hier rein. Okay, 10 Stück brauchen wir. Das bedeutet, hier haben wir noch Nummer 4 am Start. Hier haben wir Nummer 5 und 6. Dafür brauchen wir ein bisschen Geld. Hallöchen. So, zack. Wir haben jetzt einfach 8 Cash am Start. Was für E-Mail einfach geklaut haben. Sie haben nichts gesehen. Lalalala. Und mit seinem geklauten Geld, let's go, werden wir uns jetzt einfach hier die nächsten Bloxicolas. Oh, da oben ist noch eine, Alter. Mein, habt ihr das gesehen, Freunde? Mein Adlerauge. Oh yeah, hat das Ganze gegönnt. Ah, was? Ein Stück kostet 7 Euro? Was ist das denn hier für Wucherpreise, verdammt nochmal? Naja, ich werde gleich wiederkommen. Sie sind mich auf jeden Fall nicht los, dann würde ich sagen. Ich glaube, die Hälfte haben wir auf jeden Fall erfolgreich hier eingesammelt. 5 Stück, perfekt. Ah, ab geht es jetzt hier aufs Haus und da haben wir die nächste Bloxicola-Mole. Auf jeden Fall. Oh, am Start da oben habe ich was gesehen. Ah, ein bisschen Geld. Und Nummer 6. Hier haben wir noch ein bisschen Geld am Start und natürlich hier die nächste Cola, Nummer 7. Rein mit dir in den Automaten. Oh, was haben wir denn hier? Hallöchen, ja, ich bin hier Mitarbeiter. Ich darf bestimmt das ganze Geld hier holen, würde ich sagen. So, ja, jetzt bin ich Mitarbeiter und dann gönnen wir uns hier das ganze Cash. Und damit kaufen wir uns Katsching. Die nächste Bloxicola. Und noch 2 Stück. Wo könnte die letzten beiden sein? Freunde, dafür gehen wir in den Lebensmittelladen hier. Und hier werde ich euch was Krasses zeigen. Nämlich, hey, sollen wir ihn von unserem Geheimversteck zeigen? Nein, auf keinen Fall. Das ist nur für... Alles klar, Freunde. Ich werde euch unser Geheimversteck zeigen. Nämlich können wir jetzt hier einen Aufzug betätigen. Ab geht es. Der ist natürlich nur für Mitarbeiter. Und jetzt geht es hier ab nach unten. Klassische Aufzugmusik. Und hier, Freund, oh, let's go, wir haben ein Badge bekommen. Ab geht es. Und oh, hier haben wir sogar Baller-Badge. Oh, das nächste Badge haben wir jetzt hier bekommen. Oh, hier gibt es doch auch ein bisschen Milch, Freunde. Aber wir brauchen keine Milch. Wir brauchen, yeah, Bloxicola. Und es gibt hier einen Tresorraum. Ah, dafür brauchen wir bestimmt den Schlüssel, den es in diesem einen Laden gab. Okay, das müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich genauer unter die Lupe nehmen. Und ab geht es. Und, ach so, wir brauchen noch ein Stück. Stimmt. Wo könnte der letzte sein, Freunde? Was sehe ich denn hier? Lecker, lecker Schmecker. Kommen Sie einmal mit. Und dann haben wir den kompletten Automaten ausgefüllt. Okay, ich bin so gespannt. Was wird jetzt passieren? Und, oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Und let's go, wir haben ein Badge bekommen. Wir haben die Maschine erfolgreich repariert. Dann geht es hier ein weiteres Mal in den Lebensmittelladen rein. Und, warte mal, was ist mit dir los? Wieso sind Sie so sauer? Ich kann Ihnen auch, wenn Sie möchten, hier ein bisschen Trinkgeld geben. Wissen Sie, komm, Freunde, gönnen wir Ihnen mal. Hier,
haben Sie ein bisschen Trinkgeld, ja, für den Quatsch, den ich anrichte. Aber jetzt geht der Quatsch weiter. Nämlich, Freund, was haben wir denn hier? Einen Computer. Mach den Computer an. Und jawohl, da haben wir das nächste Badge hier freigeschaltet. Das Computer-Badge. Und, Freunde, wir gönnen uns jetzt noch ein weiteres Mal ganz, ganz viel Milch. Ja, unsere Milch ist schon alle. Die ist schon komplett leer geworden. Ja, ja, wir haben auf jeden Fall eine große Familie am Start. Ja, wir haben leckeren, was kann man mit Milch machen, Freunde? Leckeren Kuchen gebacken. Einen XXL-Kuchen. So, Freunde, ich glaube, jetzt sollten wir genug Milch haben. Und, Freunde, ich werde euch jetzt zeigen, was wir jetzt machen können. Wir können nämlich jetzt hier mit der Milch nach oben fliegen. Juhu, tschüss, meine Familie. Aua, das hat weh. Ab geht es. Wir müssen jetzt hier nach ganz, ganz oben fliegen. Oh, let's go. Bis, aua, zu den Sternen. Okay, wir brauchen mehr Milch. Oh, ab geht es nach oben. Wir werden der nächste Mensch auf dem Mond sein. Oh ja, ich komme, Mond. Haut rein, meine Familie. Ich bin nur kurz Milch und let's go. Wir haben das Mond-Achievement bekommen. Das Mond-Badge. Warte mal, da ist deine Freunde. Der Mond, aber eine Sache habe ich mir nicht überlegt. Wie komme ich jetzt hier runter? Oh mein Gott, ich hoffe, die Milch wird uns abdämpfen. Und warte mal, wir kommen gar nicht mehr runter. Haha, tschüss, ihr Loser. Ha, ihr werdet mich niemals be... Oh, na? Was? Was ist das denn für ein Ende? Wir haben uns einfach nur zurückgesetzt. Für das nächste Ende brauchen wir sehr, sehr viel Geld und... Nee, nicht schon wieder du. Oh ja, ich glaube, ich bin ab heute wieder euer Mitarbeiter. Und dann würde ich sagen, Katsching, let's go. Wir müssen jetzt jeden einzelnen Cent hier rausnehmen, was alles hier zu entdecken gibt. Dann würde ich sagen, müssen wir doch ab jedes Dude. Oh nein, ich stehe hier noch oben drauf. Müssen wir jetzt einmal ab nach unten. Ich glaube, ansonsten gab es hier noch kein Geld. So, dann würde ich sagen, ab geht es jetzt hier. Dude, tschüss. Ich bin erstmal weg. Let's go. Haben wir hier unten noch irgendwas hier im Büro oder so? Und wieder ab nach oben. Alles klar. Tschüss. Im Büro war anscheinend doch kein Geld oder sowas. Denn, Freunde, für das nächste Ende müssen wir uns das Schwert kaufen. Oh ja. Was hier drin ist und das Ganze kostet? Oh, 69 Euro. Junge, Junge, Junge. Ah, hallöchen, schönen guten Tag. So, ein bisschen hätte ich gerne noch. Und wir bauen als nächstes, den Schlüssel. Ich schleife den nur ganz, ganz kurz aus. Und, jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Schlüssel hier in den Lebensmittelladen hier gehen. Let's go. Und dann einmal nach unten. Yo, sorry, da bin ich wieder. Ah, ich habe irgendwas vergessen. Tschüss. Und der schaut uns nur so zu die ganze Zeit und ist am Arbeiten. Nämlich, Freunde, brauchen wir jetzt hier diesen Schlüssel, um uns jetzt hier das Schließfach zu öffnen. Da haben wir, Freunde, den Tresorraum. Wir haben ihn geknackt. Gib mir alles her, gib mir alles her, gib mir alles her. Oh, so viel Cash. Let's go. Ich weiß nicht, ob das ausreichen wird. Sehen wir überhaupt irgendwo, wie viel Geld wir haben. Das sehen wir erst, wenn wir oben angekommen sind. Da würde ich sagen, ab geht es jetzt hier nach oben. Ich bin der Arbeiter. Frag mich alles. Du hast aber nicht unseren Tresor geplündert. Ach nee, alles gut. Das würde ich doch niemals machen. Und wir haben genau 69 Euro. Und damit werden wir uns jetzt hier, katsching, let's go, das Schwert uns kaufen. Und damit werden wir jetzt mal zu unserer Familie gehen und mal schauen, welches Ende wir dort dann freischalten werden. Ha, wenn wir nicht mit Milch... Oh, nochmal ein bisschen Geld. Wenn wir nicht mit Milch nach Hause kommen, sondern mit einem Schwert. Oh yeah. Und... Oh, alles klar. Alles gut, Leute. Bei diesem Clip wurde keiner verletzt oder so. Oh, alles gut. Das sind nur Sirenen von, das Schwertende. Das Gefängnis wartet. Alles gut, Freunde. Macht euch um meine Familie keine Sorgen. Es ist nichts passiert. Schaut sie euch an. Den beiden geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehen sie nicht glücklich aus. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier Milch holen. Freunde, fürs nächste Ende gehen wir wieder in den Lebensmittelladen herein. Und dann gibt es noch im Secret, also unten im Secret vom Secret. Ah, wir müssen ein Mitarbeiter erstmal sein. Stimmt, katsching. So, jetzt sind wir ein Mitarbeiter. Ab geht es. So, schönen guten Tag. Da sind wir wieder weg. Ab geht es jetzt hier nach unten wieder. Perfekt. Und dann soll es jetzt hier unten, komm schon, hier auch einen weiteren Secret-Bereich geben. Wo war das Ganze? Genau, wenn wir jetzt hier hingehen, Freunde. Ab geht es. Oh, dahinter haben wir was. Und wenn wir uns jetzt hier hinstellen und /edance eingeben und dann, oh, habt ihr das gesehen? Und wir sind drin. Wir haben es geschafft. Wir sind im Secret-Bereich drin. Na, Freunde? Was geht ab? Oh, Rick Roll. Was geht ab? Dieser Bereich wird zur Aktualisierung bearbeitet. Wie hast du es überhaupt hier reingeschafft? Lol. Ja, Freunde. Das seht ihr natürlich nur hier in meinen Videos, wie man es reinschafft. Le Toilette. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Alter, hab ich mich erschrocken. Junge, was geht denn hier ab, Alter? So eine Disco-Toilette. Und dann haben wir hier noch die Schließfächer am Start. Oh, wir haben eine Münze oder sowas. Als nächstes, so, einmal vielen Dank für das ganze Geld. Was passiert eigentlich, wenn wir so diese Cap kaufen? Und, yo, jetzt haben wir uns einfach eine freshe Cap gekauft. Und, oh, wie findet ihr die? Steht mir die. Und was steht da drauf? Ich bin Pizza? Hä? Was soll das denn bedeuten? Alles klar. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin Pizza. Aber auch in diesem Laden gibt es noch ein weiteres Secret. Nämlich, Freunde, haben wir hier oben einen Knopf. Und was öffnet sich denn da? Jojo, keine Sorge, ich werde schon keinem zeigen hier. Wir können nämlich hier... ab geht es hier nach unten. Und wir haben hier einen Bunker am Start. Let's go. Einen geheimen Bunker. Lecker Pizza, Pizza. Am 3.3.2023 läuft die ab. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit zum Essen. Und hinter dieser Couch, oh, befindet sich ein Knopf. Den, zack. Oh, Fragezeichen. Mysteriös, mysteriös. Und, Fragezeichen. Was hat es damit auf sich? Ist es etwa das Fragezeichenende, was wir uns hier freischalten? Wer weiß, dann würde ich sagen, ab geht es jetzt hier nach oben. Nämlich, Freunde, ist jetzt hier oben hinter, genau, hier hinter ist der nächste Knopf. Fragezeichen. Den werden wir jetzt auch hier sofort aktivieren. Und dann gehen wir als nächstes in den Lebensmittelladen. Let's go. Dort haben wir hier schon, die nächste Knöpfe am Start. Meine arme Familie wartet bestimmt hier. Wo ist der nächste Knopf hier? Dass wir hier die Milch zurückbringen. Okay, da würde ich sagen, ob geht es. Der Aufzug. Ich muss erstmal am Mitarbeiter sein. Schönen guten Tag bei meinem Bewerbungsgespräch. Ich möchte gerne einmal Mitarbeiter sein. Vielen Dank. Ich glaube, das war das schnellste Bewerbungsgespräch auf der ganzen Welt hier. Let's go. Ab geht es. Und jetzt geht es hier einmal. Komm schon. Ab geht es hier. Oh je, ab nach unten. Denn hier unten, wo haben wir das Ganze denn? Sollte irgendwo, warte mal, bei den Regalen oder sowas, der nächste Knopf sein. Oder, im Büroraum. Freunde, wo haben wir den nächsten Knopf? Hier ist der. Versteck dich nicht, kleiner Knopf. Und dann müssen wir, warte mal, was steht eigentlich hier? Interessant, sehe ich genauso. Einmal Hühnchen mit Reis, bitte. Und dann gehen wir jetzt hier ab nach oben und dann kommen wir zum allerletzten Knopf, Freunde. Und das wird dann hier ein richtig krasses Ende sein. Da ist der letzte Knopf. Katsching, let's go. Und dann müssen wir, Alter, wieder nach unten. Meine Beine tun schon weh vom ganzen Rumgerenne hier. Und dann gehen wir in den Büroraum. Und Freunde, was haben wir? Was haben wir denn hier? Ein Fragezeichen. Let's go. Du kommst jetzt mit mir mit, kleines Fragezeichen. Mal schauen, wie meine Familie darauf reagieren wird. Wenn wir jetzt keine Milch haben, kein anderes Getränk, sondern einfach ein Fragezeichen. Ja, nicht den Kopf stoßen. Pass auf. Das ist hier sehr, sehr gefährlich. Komm mit, kleines Fragezeichen. Wir gehen jetzt hier zu... Da wohnt der verrückte Opa. Zu dem gehe ich nicht nochmal, ey. Und habe keinen Bock auf ein Dance Battle. Ich bin sowieso schon müde. Es ist schon spät nachts. Aber wir kommen jetzt hier nach Hause. Zu unserer Family. Oh ja, mal schauen, wie sie auf dieses Fragezeichen reagieren wird. Und da ist es. Tada. Oh mein Gott. Und Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und das war das Ende. Jeder fragt sich nur, yo, was geht denn jetzt ab? Und Fragezeichen, das geheime Ende. Aber Freunde, in einem von 5 Fällen haben wir sogar hier hinten so ein Item oder sowas. Aber es sieht nicht so aus, als ob es da ist. Okay, dann würde ich sagen, warten wir vielleicht mal auf die nächste Runde. Wir müssen dort immer mal vorbeischauen, weil dort können wir uns das nächste Ende freischalten. Aber was wir jetzt machen können, Freunde, wir hatten lange keine Milch mehr gehabt. Unsere Familie wartet. Unser Sohn hat schon jede einzelne Milch ausgetrunken. Und deswegen würde ich sagen, es wird Zeit wieder für ein bisschen Milch. Aber diesmal keine normale Milch, sondern wir können jetzt die Milch hier einfrieren. Dann würde ich sagen, ab geht es. So, die Milch muss hier in dieses Gefrierfach hier reingeraten. So, da wäre das Ganze am Start. Das Ganze wird jetzt hier so einmal hier geschlossen. Let's go. Und die Milch wird jetzt hier drin anscheinend eingefroren. Und da ist sie. Sie wurde zu Eis gemacht. Jetzt haben wir einfach so Milch am Stiel. Lecker, lecker, lecker. Freunde, so ein Milcheis. Schmeckt doch auch sehr, sehr gut. Ich meine, so ein bisschen Milch wird doch langsam langweilig. Wir müssen mal ein bisschen kreativer werden als Papa. Auch mal an unsere Familie denken, worauf sie vielleicht Lust haben könnten. Und hey, Sohnemann, ich habe hier was ganz Besonderes für dich. Milch am Stiel. Oh yeah. Lasst euch schmecken. Ich habe die Milch eingefroren. Nun ist es Eiscreme. Du kannst doch nicht die Milch einfrieren und erwarten, dass es Eiscreme ist. Guck, es hat sogar einen Stock. Es hat sogar einen Stock. Ja, kann ich es probieren? Let's go. Wir haben das Eiscreme-Ende. Gefrorene Milch. Was war das für ein Song? Und haben wir jetzt hier vielleicht das Item? Leider ist hier auch diesmal nichts gespawnt. Aber das macht nichts, denn wir haben noch, ich glaube, noch 2 oder Enden vor uns. Also wir sind am Endspurt angekommen, Freunde. Viel fehlt uns nicht mehr. Und als nächstes haben wir ein weiteres Rezept à la Centex. Oh ja, nämlich, wir können uns hier lecker Cornflakes kaufen. Let's go. Die gönnen wir uns. Und dann kaufen wir uns noch eine Packung
Milch. Oh, und was ergibt hier? Was haben wir hier? Cereals plus Milch gleich Cornflakes. Oh ja, leckere Cornflakes. Ich glaube, das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ich hoffe, unser Sohn natürlich wird sich darüber freuen. Und da würde ich sagen, hallo, Papa ist zu Hause von der Arbeit. Jetzt haben wir hier, oh, die Cereals plus die Milch. Kombinieren sie. Oh, wie lecker sieht das denn aus? Ha, zu solchen Cornflakes hier. Ab geht es. Und mal schauen, wie die beiden hier drauf reagieren werden. Und tada! Na? Wie findet ihr das? Und Cornflakes. Und Cornflakes. Und kleiner Mann. Kleiner, der sagt einfach gar nichts. Er ist einfach sprachlos. Und was? Das Getreideende. Wieso kommt da so ein Schock-Soundeffekt? Wir haben es, wir haben es. Das Brecheisen ist jetzt hier tatsächlich gespawnt. Wie gesagt, in einer von 5 Fällen wird das Ganze da bei euch spawnen. Und hiermit würde ich sagen, brechen wir jetzt ein in unsere Nachbarschaft. Ha, wir werden natürlich jetzt, ja, was haben wir denn hier? In dieses super gesicherte Haus hier einbrechen. Das machen wir und dann würde ich sagen, hallo, ist hier irgendwer? Klopf, klopf und didim, didim, didim. Oh mein Gott, wir brechen ein und Kuckuck, na, was geht ab? Und wie sind wir denn da reingeflogen? Ein ganz normaler Einbruch. Wir schauen uns ganz um, ab geht es nach oben. Und er ist oben in seinem Zimmer und er hört Musik. Pts, pts, pts. Was hört er wohl für Musik? Und hey, und... Warte mal, wer ist da? Und hey, na, was geht ab? Geh raus aus meinem Haus. Wieso bist du hier? Wir brechen in sein Haus rein und fragen, wieso er hier ist. Das ist mein Haus. Ja, da hast du recht, das ist richtig. Und... 3.3.2023. Und er dreht sich wieder um, als wäre nichts gewesen. Jo, alles klar. Das war das Einbruchsende. Oh ja. Freunde, wir kommen zum allerletzten Ende, was ihr uns freischalten könnt. Zum letzten Badge. Und dafür brauchen wir jeden einzelnen Dollar. Und ich werde euch jetzt hier die Position zeigen, wo hier jedes einzelne Stück Cash-Mash am Start ist. Ist hier kein Geld? Hallo? Haben Sie etwas Geld? Eine kleine Spende, bitte. Aha, da haben wir doch ein bisschen Geld. Let's go, Kaching. Alles wird hier eingesammelt. Wir brauchen jetzt jeden Cent. Hey, hallo, hallo, ich bin's, euer Papa. Na, was geht ab? Auch hier beim Mülleimer haben wir auch noch ein bisschen Kohle am Start. Das läuft doch schon mal sehr, sehr gut. Dann, das habe ich euch ja schon gezeigt, hier einmal auf dem Haus, genau, haben wir noch einen Dollar am Start. Let's go. Und hier in diesem Laden, da werden wir natürlich auch reingehen. Hallo, einmal, ich hätte ein bisschen Geld. Alles gut, ich gebe Ihnen das später wieder. Den Schlüssel nehmen wir auch und, Freunde. Wir haben sogar hier unten was, ja? Nicht vergessen natürlich, ja? Auch da ist der Geld nicht von mir sicher. Er denkt bestimmt jetzt so, Mist, wie hat er das gefunden? Ja, ja, ich werde alles hier finden. Jeden einzelnen Dollar, auch hier hinten. Hier das nächste Cash haben wir am Start. Ja, gib mir dich her und let's go. Und dann gehen wir noch zum Skatepark und der letzte Robux. Meins. Ja, auch den letzten Robux haben wir uns jetzt hier. Den letzten Robux? Die letzten Robux? Wie auch immer man das nennt. Haben wir auf jeden Fall jetzt erfolgreich geschnappt. Und dann gehen wir jetzt hier mit unserem Schlüssel hier in den Lebensmittelladen. Noch ein allerletztes Mal, Freunde. Werden wir den Aufzug betätigen? Genau, wir müssen jetzt erstmal hier, zack, das Ganze anziehen. Let's go. Und dann geht es jetzt hier einmal hier ab. Dude, nach oben. Dort unten öffnen wir natürlich den Tresor und... Ey, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Auf geht es hier nochmal nach unten. Ganz vorsichtig hier mit unserem Schlüssel. So, komm einmal mit, komm einmal mit. Ab geht es hier ins Büro und dann werden wir natürlich auch hier alles hier... Oh, plündern. Alles meins, 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 meins. Und haben jetzt jeden einzelnen Set erfolgreich geholt. Ich glaube, hier drunter... hier war nichts, genau. Und dann, Freunde, müssen wir uns wieder probieren, die Eevee reinzuglitschen, indem wir wieder eingeben... Slash E-Dance2. Und dann... Ja, ja. Ja, super. Okay, das hat geklappt. Sehr, sehr gut. Okay, wir sind drinnen. Wir sind ein weiteres Mal im Secret-Bereich drin. Und hier gibt es jetzt noch einen Secret-Bereich. Hier stehen wir auch wieder vor der Wand. Geben ein /edance2 und... Oh, ihr seht es. Dahinter befindet sich schon was. Ah, nee, das war hier im Credit-Raum. Hier haben wir auch noch eine Münze am Start. Let's go. Die schnappen wir uns hier im Credit-Raum. Genau. Bleiben wir jetzt hier an der Wand stehen und geben ein. Komm schon, das muss jetzt klappen. /edance2 und... Oh, komm schon. Und ab geht es. Da sind wir im nächsten Raum. Aber, Freunde, es gibt noch einen weiteren Secret-Raum. Wir dancen, 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 bis unser Tanzbein abschwingt. Oh ja, und... Oh, da haben wir schon den Knopf. Ihr habt es gesehen. Und da sind wir drin. Und wir klicken auf den Knopf. Da sind wir wieder, ach, in der frischen Luft angekommen. Und hier oben beim Skateplatz gibt es den nächsten Knopf. Den müssen wir jetzt noch einmal anklicken. Ab geht es. Und dann sollten wir es gleich geschafft haben. Oh, das allerletzte Badge freizuschalten. Und dann sind wir wirklich komplett am Ende angekommen. Okay,
Als allerletztes müssen wir jetzt hier noch einmal ab nach oben klettern. Hier haben wir, zack, den nächsten Knopf, den wir aktivieren müssen. Und dann gehen wir nur noch in den Laden rein. Wie viel Cash haben wir am Start? 91. Ah, wir haben vergessen, hier das untere Geld zu nehmen. So, das snacken wir uns auch natürlich jetzt hier sofort in unsere Tasche. Und jetzt haben wir 102 Euro insgesamt am Start. Beiseite mit euch. Und damit öffnen wir jetzt hier den geheimen Bunker. Und wenn jetzt alles klappen sollte, sollte jetzt hier, oh mein Gott, für 101 Cash der geheime Hut sein. Hallöchen, da steht er mir. Und da haben wir den geheimen Hut freigeschaltet am Ende. Let's go. Was mache ich jetzt mit meiner Münze? Will irgendwer eine Münze haben? Let's go! Und das war jetzt wirklich das allerletzte Badge, was wir jetzt hier am Start haben. Ich würde sagen, wir setzen uns doch ein letztes Mal zurück. Und das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Wir haben uns jetzt wirklich jedes einzelne Ende tatsächlich freigeschaltet in Be a Dad and Get Milk Simulator, wo wir unserer Familie Milch bringen sollten. Ich werde euch das Ganze mal zeigen. Ihr seht, wir haben jedes einzelne, wow, Abzeichen tatsächlich freigeschaltet. Außer drei Stück. Die werde ich euch auch noch kurz erklären. Nämlich in verlorenem Laden. Den schaltet man sich frei, wenn man 30 Minuten lang einfach nur im Laden stehen bleibt. Dann haben wir einmal überfälliges Milchende. Da ist die Chance 1 zu 250, wenn ihr eurer Familie Milch zurückbringt, dass dieses Ende passieren wird. Also auch ultra unwahrscheinlich. Wenn ich das ausprobieren würde, dann wird das Video 2024 rauskommen. Und einmal das wahre Ende. Und dann das wahre Ende. Und da muss man eine Stunde lang einfach AFK auf dem Server rum sein. Und der Vater wird nie wieder zurückkommen, vom Milch kommen. Aber sonst haben wir wirklich jedes einzelne Ende, jedes Abzeichen gezeigt. Also einen fetten Daumen nach oben da, auf jeden Fall für die Arbeit. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.